Mein Name ist Matthias Brekursowitz von der Universität Wien und das ist meine Videobotschaft. Was bedeutet es für Sie, an einem internationalen Sprachenkongress in unserer Institution, der Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, teilzunehmen? Es freut mich sehr, bei einem so qualitativ hochwertigen und großen Sprachenkongress nicht nur teilnehmen, sondern auch einen Plenarvortrag halten zu dürfen. Die Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, eine sehr prestige- und traditionsreiche, große mexikanische Universität, an der Kultur und Sprachen einen hohen Stellenwert haben, leistet einen sehr wertvollen Beitrag, um das Fach Deutsch als Fremdsprache und generell den Fremdsprachenunterricht in Mexiko voranzutreiben. Worin besteht die Herausforderung des Fremdsprachenunterrichts in Bildungseinrichtungen? Die Pandemie hat gezeigt, wie unverhofft Herausforderungen im Bereich des Unterrichtens auftreten können. Wohl gibt es jedoch Herausforderungen, die schon auch seit langem bekannt sind. Die Deutsch als Fremdsprache Lehrerinnenbildung ist weltweit vielerorts in keinem guten Zustand. Es muss uns ein Anliegen sein, dafür Lehrkräfte weltweit qualitativ hochwertig zu schulen. Auch denke ich, dass es vielerorts an passgenauen Curricula für den DAF-Unterricht fehlt. Welchen Rat geben Sie den Fremdsprachenlehrenden, um die Qualität Ihres Unterrichts zu gewährleisten? Nutzen Sie, wo auch immer Sie leben und unterrichten, Weiter- und Fortbildungsangebote, zum Beispiel des Goethe-Instituts. Positionieren Sie sich gut in der Fachcommunity. Wenn Sie dort ein gutes Standing haben, wird auch Ihr Fremdsprachenunterricht immer gut sein. Vernetzen Sie sich und tauschen Sie sich mit Fremdsprachenlehrenden weltweit aus. Haben Sie Mut, Ihr eigenes Lehrmaterial sowie sogar auch Ihre eigenen Curricula zu entwerfen. Halten Sie Ihren Lebenslauf immer aktuell. Weisen Sie darin unbedingt Ihre Online-Lehrerfahrungen aus, die Sie in den letzten anderthalb Jahren bestimmt gesammelt haben. Manchmal geschieht auch Fort- und Weiterbildung unverhofft. Ich wünsche Ihnen allen weiterhin alles Gute und Liebe aus Wien.